Es könnte ja sein, dass ich hier noch mal ein Stückchen tiefer muss, erst bevor ich den Bohrer tatsächlich ansetzen kann. Und dann wird hier gegraben. So. Dafür brauche ich auf jeden Fall noch eine Truhe, eine, na, eine so eine Truhe will ich haben, eine Endertruhe. Dass der mit dem T da immer rausspringt, ist höllisch nervig. So, und was fehlt ihm da in der Mitte? Eine normale Truhe. Die kriegen wir hin. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich genügend Lohnruten habe oder ob ich da jetzt dann auch noch erst Lohn fangen gehen muss. Habe ich dir jetzt den Auftrag gegeben? Ja. So. Schablone. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon welche in Auftrag gegeben gehabt. Die sind jetzt zumindest durch. Das ist schon mal gut. Huch. Das ist jetzt sogar ein Nachteil. Wenn man damit einfach durch die Gegend sich verklickt, dann braucht auch eine Truhe, das ist aber egal, weil die brauchen nicht einander. So. Oh, geht sogar. Haben wir tatsächlich genügend? Ich möchte eine Fokustasche haben. So, die müsste hier drüben sein. Hier, genau. Es sind 7 Leder, ein gewöhnlicher Gürtel und ein Goldbarren. Na toll. So, Leder. So, 2, 4, 5, 6, 7. Und ein Goldbarren. Nein, den Zauberstab, nicht den Schüssel. Der Schüssel ist zwar auch quasi eine Art Zauberstab, aber jetzt nicht die Art Zauberstab, den wir wollen. Und vermutlich habe ich, lege ich das jetzt hier falsch rum, oder? Natürlich. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Fokus wechsle, so. Und schau jetzt in mein Inventar, dann habe ich im Inventar nicht den Fokus, sondern der ist jetzt hier in der Fokustasche drin. So, da landet der. Und die Fokustasche kann ich mir da unten reinlegen als Gürtel. So, dann ist der Grabfokus da drin. Ist vielleicht jetzt nicht das Allerbeste jetzt hier für den Grabfokus, aber so kann man mehrere Foki dabei haben, ohne dass sie einen Weg umgehen. So, das ist die Axt zu dem. Das soll dann für den Rücktransport mit der gleichen Färbung wie der Beutel und demzufolge auch die andere Endertruhe. Artefakte. Was?
Revitalisieren der Ring des Schutzes. Das ist schön, wollte ich aber jetzt gar nicht. So. Haben wir da alles? So. 32 Machina, 32 Perforio. Haben wir nicht. Machina gerade so. Okay. Wo ist Perforio drin? Weit wer vor ihnen Spitzhacken. Das ist schön. Spitzhacke, dann machst du mir davon mal 64 Stück. So. Toll. So kann man auch sein Eisen verballern. Ich glaube, ich habe das Ding hier noch gar nicht gescannt. Das sollte ich auch noch tun. Und für Machina sollte ich dann auch noch auch noch sorgen, dass ich da ein bisschen mehr von drin habe. Ja, super, der kann nur 8 Stück davon speichern und unten scheint die Truhe schon wieder voll zu sein. Das macht nichts, die Dinger sind ja dafür da, um verheizt zu werden. Will ich ja gar nicht aufheben. Ich glaube, ich habe die gar nicht einsortiert. Ihr stellt mir die hier instant wieder nach her, sobald er Platz zum Speichern dafür hat. Bisschen aufpassen, dass ich mir hier nicht irgendwie irgendwas da wegballere, was ich noch weiter behalten möchte. Das fände ich nämlich extremst uncool, wenn ich jetzt hier was vernichte, was ich noch will. Ein paar von den Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die gehen da nicht rein, aber man muss es ja nicht unbedingt riskieren. Ich glaube hier doch, der Schüssel würde sogar gehen. Ich glaube, der Schüssel wäre sogar ganz gut, wenn ich den jetzt mal vernichten würde. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles drin?
bei Flucht viel Metallum. Na gut. Bricht er entsprechend runter, ist überhaupt kein Problem. Okay, dann haben wir das. So, ich meine, Machina war in Falltüren drin. LM Machina. Machina ist in ziemlich vielen drin. In Druckplatten. Es wäre in Druckplatten drin. Kann ich mir hier nicht einen Auftrag geben? So. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja drüben einen Auftrag geben. Das ist ja gar nicht weiter schlimm. Außer, dass ich halt wieder den Weg 2, 5, 10, 12 mal laufen muss. So. Druckplatte. Da bin ich jetzt diesmal tatsächlich absichtlich raus. Okay, es ist ein Machina drin, es ist Terra drin, das geht unter und es ist Sensus drin. Okay, dann machen wir davon bitte mal 128, das passt dann. So, die müssen dann natürlich noch zerkocht werden. Was dann auch wieder ein bisschen dauert. Und das werde ich auf jeden Fall vor der Infusion abwarten, dass das Zeug hier einigermaßen durch ist, dass ich da von dem, was ich brauche, auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite bin. Was war das noch, was wir hier brauchten? Erstmal war es nicht Golomantie, sondern das hier. Motus, Potentia und Vacuus. Potentia ist kein Problem. Motus ist kein Problem. Vacuus ist jetzt nicht unbedingt das größte Problem. Da machen wir mal noch ein paar Glasflaschen. Ich glaube, das ist jetzt hier so. Bei meinem Ressourcenstand so kostentechnisch das günstigste. Bloß, dass ich dafür kein Rezept habe. Ja. Aber das lässt sich ja ändern. Ziemlich klares Glas, Glas. Ein klares Glas. Also jedes Glas geht. Ich nehme Glas, Glas. So. Flaschen.
Geht so. Kann man machen. So. Und dann machst du mir aber bitte noch mal 1000 neues Glas. Das geht so auch. Okay. Das andere Gerödel müsste ich eigentlich drin haben. Immer dieser Hühnerstall da oben. So ein Gegacker ohne Ende. So. Die noch mit rein. Zum Glück muss ich den Hühnern keinen Namen geben, so wie das Nikatek bei sich bei Stardew Valley oder sowas, wie das Spiel heißt. Ich glaube, Stardew Valley heißt das, da hat er Hühne nach seinen Zuschauerinnen benannt. Es gab auf der einen Seite einen Aufschrei, auf der anderen Seite, ich finde das eine wahnsinnig nette Idee, die Stammzuschauer mit ins Spiel einzubinden. Sprich, langsam, dann verstolperst du dich nicht über deine eigene Zunge. Das machen ja auch andere. Und bei mir bietet es sich einfach nicht an, weil die Hühner, die ich da oben habe, die verschwinden, ja, nachdem sie massiert worden sind. Und damit wären dann auch die benannten Hühner erstmal weg, irgendwo im Ruhebereich. Und würden dann so auch nie wiederkommen. Also von dem her kann ich das jetzt hier zumindest in Minecraft nicht wirklich machen. Mal schauen, vielleicht spiele ich ja irgendwann mal was, wo sich das machen lässt. In Conan kann man ja seine Thralls nicht benennen. Man kann sie zwar mittlerweile anziehen und die Klamotten färben, aber Namen geben darf man nicht. Ja gut, was man in Minecraft machen könnte, wäre jetzt hier NPCs zu generieren mit Spielernamen. Aber habe ich nicht. Also, bis jetzt. So, dann fangen wir jetzt mal, bevor wir hier den Bohrer selber machen, mit der Werkbank an. Das ist ein Werfer. Ich glaube, das Rezept habe ich. Ich habe eventuell sogar noch. Also Rezept habe ich. Wunderbar. Die habe ich für Silvester gebraucht. Dann waren es vier Eisen daran.